Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 9. Ich habe wieder alle Schokokarten gesammelt. So fleißig war ich gewesen und es dauert gar nicht mal so ewig lang. Und wir nehmen als nächstes... Ha! Dunkler Wald. An einem Ort, wo sich die Gebirgsketten kreuzen. Das ist doch nicht wahr jetzt. Aber gut, ja, da wissen wir ja, dass der relativ direkt hier oben ist. Ist ja witzig. Wusste ich doch, dass da irgendwas war. Unglaublich. Und dann direkt die erste Karte. Ja, das machen wir jetzt als erstes dann und dann arbeiten wir uns mal so langsam aber sicher vor. Mann, ey, ist das lustig. So, das war dann ja relativ genau hier oben. Ne? So, hier. Müsste ja dann easy peasy sein. Genau in der Mitte. Was haben wir gefunden? Äther mal 7. Elixier mal 2. Dunkelschweif mal 10. Magierstock. Das war's. Okay. Nächster. Plateau der Grüne. Dem einen oder anderen Schatz gibt es auch in den Hochebenen zu bergen. Das ist ja jetzt auch eigentlich hier in dem Bereich, ne? So, hier so. Müssen wir mal gerade schauen, weil ich glaube nämlich, dieser Strand kommt mir bekannt vor. Müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, wie heißt das Ding? Ich muss mal gerade schauen. Den einen oder anderen Schatz gibt es auch in den Hochebenen. Plateau der Grüne. Na gut, okay. Ich würde sagen, wir gehen mal so Richtung... Also, weil dieser Strand kommt mir halt bekannt vor. Und ich meine, dass wir da doch schon mal einen Schatz geborgen haben. Das war in der Nähe von Burmesia, oder? Und jetzt wird das Ganze halt auch einfach viel, viel einfacher. Ne, hier hatten wir einen geborgen, aber das ist es nicht. Gucken wir mal. Irgendwo hier vielleicht? Weil mir kommt dieser Strand so bekannt vor. Okay, nee, das ist alles zu weit weg vom Strand her. Das ist auch keine Sandbank hier, aber das hier würde ich so als Hochebene bezeichnen, ne? Na, Moment, wenn wir eine Kamera drehen. Ha, da ist es! Hier, ne? Das ist es doch. Stellt sich die Frage hier? Ja. Das war auch wieder easy. Auf einen Schatz gestoßen. Oh, schon Rauch. Das ging aber flott. Merkwürdiger Rauch steigt auf. Oh, ich werde müde. Unglaublich. Cool, das geht so schnell. Und jetzt kriegen wir schon wieder die neue Fähigkeit. Alter, wir sind so fix. Ist es schön. Na komm schon, tauch auf, Junge. Na, der braucht eine Zeit, um sich zu materialisieren. Da sind wir. Du, der seine Heimat sucht, wir erwarten deine Heimkehr. Oh. Oh, Toko, du hast die Fähigkeit erhalten, in den Tiefen der Meere zu schwimmen. Es ist nicht mehr weit. Bald hast du dein Ziel erreicht. Ich werde warten. Perfekt. Das ist toll. Das ist super. Das ist super. Super. Ja, fein. Nächste. Und das heißt, wir können jetzt... auch noch schwimmen. Und wir haben so ein schönes Lila-Blau bekommen. So. Okay, jetzt haben wir als nächstes große Hochebene. Okay. Die längliche Form der Halbinsel scheint besagten Ort irgendwie anzudeuten. Große Hochebene. Ich würde ja mal fast sagen, das ist irgendwo da... auf die... Können wir jetzt eigentlich... das Luftschiff schon ganz weglassen und einfach mal dahin latschen. Ich meine, wenn ich jetzt Luftschiff hole und dann wieder Gizzakraut und weiß ich nicht was. Also es ist eine Halbinsel und ich tippe mal, das ist so ganz links drüben. Also vom Bild her ist es ja der eine Kontinent da, wo wir eben geparkt haben, ne? Und aber der hat, glaube ich, keine... doch, der hat Strände. Aber jetzt, seht ihr, können wir auch durch das tiefe Wasser durch.
Und das erleichtert alles um so einiges. Ich weiß aber nicht, ob wir auf den Kontinent drauf können, ob der Sandbänke hat. Das werden wir dann aber feststellen. Ich glaube schon. Aber wir werden sehen. Aber das ist schon toll hier. Mal gucken, ob wir außen rum müssen. Ich fürchte, ich habe ein bisschen Sorge, dass wir doch noch das Luftschiff holen müssen. Weil hier kommen wir ja nicht hoch. Das ist voll doof. So, ne, hier kommen wir nirgendwo hoch. Weil sonst hätten wir halt mit dem Schiff hier damals anlegen können. Und ich glaube, das war ja Sinn der Sache, dass man das nicht kann, ne? Ah, dann laufen wir mal außen rum. Vielleicht hat ja diese Halbinsel da hinten eine Sandbank. Ansonsten müssen wir doch das Luftschiff holen. Das fände ich halt kacke. Das ist so doof, dass man da nicht hoch kann. So. Ich tendiere dazu, dass... das ist Ibsen. Okay. Da müssen wir ja auch noch hin. Das kann man uns merken, dass es da oben ist. Und einmal Kamera drehen. So, ich schätze mal, dass es das hier ist. Aber wir kommen nicht ran, ne? Was für ein Müll. Ne, da ist ja eine Wurzel. Aber das ist auch nicht so weit in die Spitze, geht's halt auch nicht, ne? Hat keine Sandbank. Scheiße. Dann müssen wir doch... wohl oder übel... wieder zurück. Ja, ich hatte sowas in Erinnerung, dass man hier auf diese Insel nicht drauf sollte, weil man halt am Anfang mit dem Schiff unterwegs ist. Ohne Wäschs. Und dann halt nicht auf dieser Insel rumlaufen soll. Und dass das halt so Sinn der Sache ist. Dass man halt wirklich mit dem Schiff nur nach Norden fährt. Aber gut. Aber es ist schon cool, wie schön wir hier jetzt laufen können. Dass wir uns da so gar keine Gedanken mehr drum machen müssen. Wir können einfach quer durch. Und wenn ich da mal zurückerinnern darf an Final Fantasy VII... Da war es ja so, dass man sich den Schokobo erstmal zurechtzüchten musste. Und das war ja halt meiner Meinung nach wesentlich komplizierter, so von der Züchterei her. Aber gut, ich meine, wie gesagt, das ist jedem seine eigene Angelegenheit, was er davon hält und wie er das sieht. Aber ich fand Final Fantasy VII wesentlich komplizierter. Und wenn man da halt einen Fehler im Züchtungsprozess gemacht hat, hat man halt keine Chance mehr gehabt, den goldenen Schokobo zu kriegen. Und so genau fand ich die Tipps von dem Chocobo-Züchter-Bauer-Typen da jetzt auch nicht, dass man da halt hätte sagen können, okay, ich weiß jetzt genau, was ich hier machen muss. Also ich habe das halt auch mit dem Guide dann gemacht, ne? Und wenn man das halt versemmelt hatte, hatte man das versemmelt. Da musste man halt nochmal von vorne anfangen mit der ganzen Zucht. Und das war halt schon nervig. Also ich weiß, dass ich selten so angepisst gewesen bin. Doch wohl, beim Chocobo-Spielen Final Fantasy X. So, dann fliegen wir mal darüber. Oh, falsche Richtung. Ich krieg das mit dem Fliegen einfach nicht gebacken. Und dann gucken wir mal. Das war wieder eine Chocobo-Spur mitten auf der Insel finden. Das heißt, wir werden wahrscheinlich wieder ein Stück laufen müssen. Ich kenne ja mein Glück. So, drehen wir mal ab. Einmal hier hoch. Vielleicht finden wir ja irgendwas, was relativ in der Nähe ist. Aber ich würde behaupten, dass es diese Halbinsel hier ist. So vom Dingsen her. Ja, hier ist auch die Grünfläche. So in der Nähe von Ibsen. Also es könnte das sein. So, nochmal wieder gucken, wo die nächsten Chocobo-Spuren sind. Hier ist nochmal Kyusmorast. Das machen wir auch. Ah, da ist. Okay. Dann landen wir hier. So. Direkt hier auf dem Grünen, dann sind wir so nah dran wie möglich. Man muss auch genau auf dieses Rotzgrüne drauf, damit man landen kann. Also das ist was ich nicht verstehe, warum man auf Sand nicht landen kann. Beziehungsweise es ist ja nicht mal mehr Sand, das ist Erdboden, oder? So. Okay. Und Gisserkraut. Okay. So, und dann sind wir auch direkt da, wo wir hinwollen. Und ich schätze mal, dass es... So, vom Bild her passt es, ne? Moment. So. Nee, oder? Nee. M-m. Hier. Das meine ich.
diese zwei komischen Streifen da auf dem Boden. Und das ist die... Das müsste es sein. Ja, das ist es. Haha. Weil wenn man jetzt halt mal so oft auf der Welt rumgeflogen ist und sich halt umgeguckt hat, dann hat man halt auch wesentlich einfacher... Achso, Jadestein 17, Ether 5, Opal 14, Dämon Harnisch 1. Man erkennt halt eher die Gegenden wieder, ne? So, Menü öffnen. Lagune der Kälte. Und das war's dann schon wieder, ne? Ja. Ja, okay, das ist jetzt halt auch da oben. Das ist logisch. Jetzt müssen wir halt nur gucken, dass wir hier mit dem Chocobo nicht runtergehen, weil sonst kommen wir ja nicht mal in unser Schiff. Wenn ich jetzt mit dem Chocobo von der Insel runtergehe, komme ich nie wieder auf die Insel drauf und dann ist ja mein... Dann kann ich ja nicht mehr an mein... Ne? Das wäre ja richtig doof, wäre es ja. So, aber ich kann ja auch, glaube ich, nur an Stränden runtergehen. Okay, so. Das hier haben wir auch schon gesehen und ich glaube, das ist so hier irgendwo, ne? Land der Kälte. Gucken wir mal, so ein bisschen mehr von oben. Sieht so ein bisschen aus wie ein... Ich kann die Kamera hier so schlecht bewegen. So, hier dieses Teil da? Nee. Moment. Gucken wir mal. Nee, das sieht ja mehr aus wie so eine Insel, so eine kleine. Mehr so was Langes. Es sieht halt mehr so aus wie so ein Ärmchen. Hier das Teil würde ich schon fast sagen. Nee, das ist... Das ganze Gekröse da außen rum ist nicht da. Also ich denke, dass es dieser Bereich hier irgendwie ist. Von daher landen wir einfach mal hier. So. Und gucken uns mal um. Muss ja irgendwo... War das jetzt... Wir gucken uns einfach mal um. Also ich glaube nicht, dass das da unten ist, aber das hier sind eh die Spuren, die wir nehmen müssen. Und ich glaube nämlich eher, wir laufen einfach mal hier am Rand entlang. So, also da unten, das glaube ich nicht, dass es das ist. Aber wir gucken mal. Hier, das sieht doch eher danach. Da, das ist es. Hier dieses Teil. So, wie kommen wir jetzt da hin? Also müssen wir doch hier runtergehen. Und dann einmal außen rumlaufen. Das war jetzt einfach zu erkennen. Weil hier vorne links, da sind so viele so Mini-Inseln. Die haben da jetzt nicht hingepasst. So, und dann noch einmal hier um die Kurve. Also, dass man hier nicht hoch kann, ist halt schon doof. Das ist echt doof. Weil das sollte der Chocobo eigentlich können. Wenn er schwimmen kann, wenn er weiß ich nicht was kann, dann sollte er das eigentlich können. So, wo war das jetzt? War hier, ne? Nee, da oben ist es. Da oben. So, jetzt stellt sich die Frage, wahrscheinlich hier so drin, entweder so genau hier in dieser Gabel. Nee, dann hier. Hä, ist es das nicht? Das ist es nicht. Aber das sieht doch genauso aus. Das ist es wohl. Das muss das sein. Ah, hier passiert was. Okay. Aha. Das ist aber fies. Auf einen Schatz gestoßen. Peridot mal 11. Opal mal 9. Saphir mal 15. Topaz mal 19. Sehr schön. Okay. Damit haben wir wieder alle Schätze. Und können uns aufmachen in the Lagoon. Und dann da wieder die nächsten Karten suchen. Das ist... Faszinierend. Also ich habe in Erinnerung, dass ich da wesentlich länger dran gehangen habe früher. Aber man merkt halt unglaublich, wie viel schneller man sich einfach mit dem Chocobo nach einer Zeit bewegen kann. Und weil man halt eher so die Weltkarte kennt und dann eher weiß, wo man suchen muss. Das macht halt auch unglaublich viel aus. So. Und dann gehen wir gleich wieder an The Lagoon. Und in The Lagoon gucken wir mal, was da unsere Aufgabe ist. Also da war ja halt diese Ecke mit dem vielen Wasser. So. Einmal absteigen, da fliegen wir halt auch hin. Und dann werden das da auch wieder noch so ein paar Karten sein.
Und ich bin mal gespannt, wenn wir alle Schätze gefunden haben, wenn wir dann zu diesem Typen nochmal gehen in Daguerro, ob der auch immer noch zu uns sagt, dass wir Schatzlevel E sind. Das würde mich auch mal interessieren. So, wir nehmen uns hier unseren Chocobo und können ja jetzt dann einfach mal quer durch die Gegend laufen. Das ist so toll. Wir müssen uns keine Gedanken mehr machen. So, Item. Gisserkraut und los geht's. So, auf geht's, Boko. Jetzt laufen wir nur noch einmal hier so außen rum und dann sind wir direkt... Oder war das die Insel? Das war die Insel nicht, ne? Doch, das war sie wohl. Und da sind wir wieder. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das mit der Zeit aussieht. Ob er uns wieder so viel Zeit wegnimmt. Der Arsch. Irgendwie langweilige Farbe, Kupo. Ey, das stimmt gar nicht. Ich finde die voll schön. Kräh! War ja nicht so gemein, Kupo. Egal welche Farbe. Du bist und bleibst Choco. Kupo. So. Wir gehen auf Schatzsuche. 60 Gil, also jetzt ist es wieder teurer. Und jetzt bin ich mal auf die Zeit gespannt. So. Ja, wir haben wieder eine Minute. Oh, hier war schon wieder Krähe. Boah, jetzt bewegt er sich richtig schnell. Das ist ja schon fast voll der hyperaktive Vogel. Und wir finden natürlich wieder nichts. Ach, jetzt. Eschokraut, okay. Krähe, da haben wir schon wieder Krähe gehabt. Wow. Okay, 200 Gil. Innerhalb von 5 Sekunden gibt auch... Oh, wow, was geht denn hier ab? Was geht hier ab? Das geht ja richtig ab hier. Augentropfen. Ja, die Fläche ist jetzt natürlich größer. Okay. Volle Hektiker! Das ist der Wahnsinn. Guckt euch das an. Und wir buddeln mittlerweile mit 13 Punkten. Wir kriegen extra Zeit. Ich habe übrigens eben im Chocobo-Wald 7 Schätze hintereinander gefunden. Da war ich echt proppenstolz. Ich hätte mal gern gewusst, was passiert, wenn man 8 hat. Ob man dann auch nochmal eine Bonuszeit kriegt. Aber 8 Stück ist natürlich echt krass. Also ich kann euch schon mal so viel verraten. In den Chocobo-Wald wird es nicht mehr gehen. Da sind wir halt wirklich fertig. So. Und komm, den schaffen wir noch. Goldnadel. Also es ist schon ein Unterschied jetzt zu vorher. Hier ist auch nochmal Kere, aber das war's. Okay, 5, 6 Schätze gefunden, jede Menge Punkte gekriegt. Und damit verabschiede ich mich wieder aus dieser Folge. Ich werde wieder das gleiche machen wie vorher, Kaffee trinken und Schätze suchen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann haben wir wieder jede Menge Karten. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.